So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tagtraum 81. 98. Egal. Los geht's. Wir sind hier, wir haben beim letzten Mal, hatten wir einen wilden Hubschrauber, also an der Hubschrauberabsturzstelle einen wilden Kampf gehabt gegen eklige Tiere, die total hässlich aussahen, wo die Zunge rausschlapperte. Das waren gleich zwei Stück. Die hatten wir schon mal in der Kanalisation gesehen. Die haben uns da terrorisiert. Jetzt haben wir sie erledigt. Und nun haben wir unseren Sandman logischerweise nicht an der Absturzstelle gefunden. Und wir suchen jetzt im Hauptquartier weiter, wo alles auch nicht sehr viel besser ist. Der Damm ist das Hauptquartier. So, los geht's, Freunde. Lass uns starten. Ja. So. Hexenchor. Was ist hier los? Ich habe immer Angst, dass irgendwas von hinten kommt, wisst ihr? Denn deswegen drehe ich mich gerne mit Rücken zur Wand, was natürlich der Scheiße ist. So. Da ist noch einer. Manchmal hilft es, einen Kopfschutz zu setzen. Das wird sein Gehirn, wenn noch vorhanden, zerfetzen. Eine Kugel hinterher, damit geht es nicht schwer. Lalalala, hier sind die ganzen Kapseln. Oh, hier ist da. Ich würde mir so eine 50er da oben würde ich mir abbauen, ne? Und dann würde ich locker aus der Hüfte wie Rambo. Obwohl, ui! Bei Rambo war es ja keine 50er, das war dann. War ein normales, leichtes Maschinengewehr. Was er da am Start hatte. Aber ich mache das, ich bin Raven, ich kann das, ich nehme das 50er. So, eigentlich sind wir hier angestellt, wir sollten das Passwort natürlich haben. Name, Raven, Passwort. 886. Nee, ich glaube, das ist einfach nur da. Warum haben wir ein Passwort? Momentchen, Popentchen. Zurück. Miep. Wir müssten doch eine Identifikationsnummer haben. Aber die Frage ist, wo wäre diese? 54% wäre ich am Arsch. Naja, das ist nicht so gut. Aber wir haben Bock zu gucken. Also. V-Charakter löschen? Warum soll ich denn den Charakter löschen? Wir sind ja noch... Hä? Klar wissen wir das. Wir sind ja Raven. Wir sind ja Mitarbeiter von diesem ganzen Unternehmen hier. Es ist ein Damm und getarnt... Ja, als Damm. Aber es ist eine Einrichtung getarnt als Damm. So wollte ich es eigentlich sagen. Schluck auf. Das ist bestimmt ein Mensch. Oh! Upsi, pups, ja, war einer. Der fällt nämlich sofort um und ist tot. Zombies brauchen normalerweise 6 Schüsse im Kopf. Das sieht aber kacke aus als Mensch, ne? Ja. Fahrstuhl. Oh! Hab ich mich erschrocken, du Arsch. Ja, der kam gerade von der Mittagspause. Ne? Hat den Kollegen weggesnackt. Ja, ja. Na komm, nimm mit. Digga, Alter. Aus dem Fahrstuhl, wa? Da. Meine Güte. Ist das hier so ein... Ja, ist ein Säuremensch. Das ist kein normaler. Na komm, hör auf mit Licht hier. Das ist so ein Zunge-raus-Mensch, ne? Nein! Bitte was? Zunge raus, Mensch. Nee, Säurespucker. Aber ich glaube, die Munition sollten wir uns noch ein bisschen aufbewahren. Ich habe da nämlich ein ganz mieses Gefühl. Hallo. Na komm. Was? Was war das denn? Wieso? Ah. Voll gruselig, ich schwör, Digga.
Hä? Was geht hier ab? Drei Schüsse im Kopf. Hör mal auf, wer spielt jetzt Klavier? Hör mal. Verstörend irgendwie, ne? Du bleibst liegen, ja? Wir waren bislang immer die besten Kumpels. Ich erinnere mich noch damals, als ich bei der Geburt deiner Tochter dabei war. Nee, beziehungsweise ich war dabei, als die Tochter gemacht worden ist. Ich drück doch schon F, Mann. Ich brauche ein Überbrückungskabel. Achso, schade. Turbinen! Storage Room. Ja, Raven, wa? Sieht schlecht aus. Ja. Alle beide gleich. Der bleibt liegen. Wie gut, dass ich dir immer so überzeugend bin, ne? Was? Ja, was weiß ich? Das Quietschen kam jetzt nicht, weil ich an meiner Nase gejuckt habe, ne? Ach, hör mal diese Schlösser. Ich glaube, ich lese hier einfach zu wenig, ne? Oder entdecke einfach zu wenig. Gehen wir in das etwas gruseligeren Raum rein. Bist du behindert? Alter! Du Arsch! Alter. Ah, Angstpipi in der Hose, ey. Meine Fresse! Oh, da ist Spaddel. Da steht noch einer. Den versorge ich mal eben ganz kurz. Hat noch nicht gereicht. Ah, doch, hat gereicht. Ja, klar, Kollege. Hat es dir nicht gerade noch gereicht eben? Meine Fresse, hör mal. Das ist ein Spiel gruselig manchmal, ne? Ja? Manchmal denkst du, wow, Alban oder wow, kenne ich schon alles von Resident Evil, aber hier, ne? Boah, Digga. Ehrlich. Ist ich verarschend? Ich wollte sagen, der hat doch gesessen. Dann sag ich doch wieder. Ich habe gesagt, der hier steht wahrscheinlich nicht mehr auf. Diese abgenagten Männer. Eine Sekunde nachdem die Apokalypse losging, wurden sie alle schon abgenagt. Ja, wie ein Piranha-Becken reingesprungen war. Welchen habe ich denn hier gerade erledigt von so weit weg? Den hier, ne? Ja? Oh Gott! Also jetzt hör mal auf. Jetzt hör. Nee. Warum ist das Spiel denn so? Es war doch die ganze Zeit nicht so. Wollt ihr mich verarschen? Boah, wow, 514 und so. Oh, fick doch die Henne, Alter. Aber nicht für hier, ne? Meine Fresse, Alter. Digga, 514, aber nicht für hier? Achso, wir können hier auch direkt rein, ne? Achso, Fahrstuhl ist irgendwie... Wir hätten auch zu Fuß gehen können. Aber weiß ja. Jeder Gag macht schlank, jeder zweite geht in die Breite, oder wie war das, ne? Das überlebe ich nicht. Wofür brauche ich die 514? Bestimmt für den Spind da hinten, ne? Ja, ja. Hallo? Ach ja, klar. Meine Fresse. Bin immer noch ganz erschrocken.
Oh, hi. Sergeant? Mhm. Hat keinen Sinn mehr. Gib einfach auf. Bleib liegen. Guck mal, wie dein Kumpel gerade. Der hat auch, guck mal, der hätten es hier in Hundenahrung. Ich will dem Ganzen noch nicht so den Vertrauen zuschenken. Boah, Alter. Jetzt sind schon die Geräusche gruselig. Was soll denn das? Die Spiel ist momentan echt nur auf Krawall aus, ne? Oh. Digga. Gleich nachdem Raven den Leerdamm betreten hat, sieht er, dass niemand vor der tödlichen Infektion sicher ist. Nicht einmal Hexocross, kampferprobte Soldaten im Hauptquartier. Weder die US-Armee noch die Geheimagenten des Konzerns haben einen Weg gefunden, gegen die Infektion geschweige denn die Kreaturen, die sie erschafft, anzukämpfen. Schon jetzt sorgen die sicheren Anzeichen einer Monsterplage für ein trostloses und grausames Bild der Verwüstung. Ich dachte, jetzt passiert hier irgendwas Wichtiges, aber nö. Dem ist nicht so. Okay. Es piept nur nervig. Also wenn davor keine Zombies lebendig werden, ne? Aber die werden ja nur lebendig bei lebendigem Fleisch. Also wenn sie was riechen, so. Die hier zum Beispiel, die wacht gleich auf und sagt, hey, Digga. Was ist denn das denn, ne? Warte mal, dieses Piepen, war das nicht immer... Nee, das ist aber in dem Fall jetzt ein Alarm, ne? Boah, es ist dunkel hier. Könnt ihr überhaupt was sehen bei YouTube? Ich hab keine... Hallo? Was? Alter, 150 Kilo Mensch, wa? Moin, ich bin zurück, Kenners. Hä? Hier, da lassen wir die Waffe drauf regnen. Ja, das ist Kindzeit halt, ne? Oh. Major, do you read me? Can you hear me? Major, damn it. Is this thing even working? Come on. Sandman, you there? Do you read me? Raven, you're alive. I just figured you'd be dead after what happened aboard the chopper. I should say the same for you. When I found Crane's body in the wreckage, I thought for sure. Crane's body? You found his remains? Yes, sir. Near the crash site. I gathered as many samples as I could to use against Leave when this gets back to command. Make damn sure those samples are still intact and await my arrival. Shouldn't take too long to wrap this up. And whatever you do, do not trust anyone you do not know. I'm afraid that Leave isn't the only backstabbing son of a bitch who work here. Ja, ich glaube, Sandman ist auch gehört dazu. Understood. But hang on a second, Major. We can't just waltz through the front door. It's totally fucked. And even if we got through, those freaks are still parading around inside. I did find another chopper we could use. I think we should just rendezvous on the rooftop and get the hell out of here before it's too late. Roger, kid. We'll rendezvous at the copter pad then. I'm on my way. Don't be late. We're gonna get through this together. Over and out. Ja. Ich glaube, Sandman gehört auch zu den Verrätern. Nachdem sich Samuel einen Weg hinaus aus dem tödlichen Labyrinth des Sacred Hearts Krankenhaus gebannt hat, setzt er, geblendet von Wut und Rachsucht, seine unermüdliche Suche nach Sandman fort. Doch auf den Straßen von Kindzeit wird er bald bemerken, dass der wirkliche Albtraum viel schrecklicher ist, als er es sich je vorzustellen wagte. Sam! So, denselben Shit, den wir jetzt... Understood.
we got through, those freaks are still parading around inside. I did find another chopper we could use. I think we should just rendezvous on the rooftop and get the hell out of here before it's too late. Roger, kid. We'll rendezvous at the copter pad then. I'm on my way. We're gonna get through this together. Over now. Was ist, wenn Sam... Der hat ja einen psychischen Matsch am Paddel. Was ist, wenn er sich das mit Sandman alles eingebildet hat? Sandman seine Frau gar nicht umgelegt hat. Sie einfach nur geflohen ist. Mr. Sandman, bom 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 bom, give me a dream. Was ich geil finde jetzt an dem Teil, was mal sowas anderes ist als bei Resident Evil, ist tatsächlich hier, dass Samuel ein komplett anderer Charakter ist. Und da sind wir schon mit Dings durchlaufen hier, mit Raven. Ein anderer Charakter ist. Also so, das ist wieder nicht Resident Evil, finde ich, mit Samuel. Aber die Story finde ich ziemlich geil. Das ist Damien, finde ich so, das ist Damien. Das andere ist alles Resident Evil mit Raven und Sandman und Lief und alles, wie sie heißen. Oh, guck mal hier. Das nehmen wir mit uns. La 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 la, das nehmen wir mit uns. Tralalala, mach die Tür auf. Tralalala. Hier liegen Socken rum. Das ist hier wie bei mir zu Hause. Hallo, hallo. Mein Schatz. Ich habe die ganze Nacht hier auf dich gewartet. Als ich dich in dem Chaos aus dem Auge verloren habe, dachte ich, du würdest zu unserer Wäscherei zurückkommen. Aber ich kann jetzt nicht mehr länger warten. Als das alles angefangen hat, war Vince bestimmt wieder in der Spielhalle, wie immer. Sie ist nicht weit von hier. Ich glaube, ich schaffe es dorthin. Ich bin mir sicher, dass er mittlerweile entkommen konnte. Aber ich muss ihn finden und in Sicherheit bringen. Ich hinterlasse dir diese Notiz, falls du in der Zwischenzeit hier auftauchst. Ich hoffe, dass wir bald wieder alle vereint sind, Liebling. Dein George. Was ist hier los? Also die Tür hat sich jetzt erst geschlossen, alles klar. Oh, hier war doch kein... Aber hier war nichts drin, was irgendwie... Nee. Ja, immer diese abgeschlossenen Schlösser. Boah, Alter. Hä? Das ist da, wo wir mit Dings sind. Jetzt wollen wir mit ihm durch die Kanalisation? Hahaha! Alter, ich hab nicht gewusst, du Paar. Ist der da um tot geblieben? Ja, ne? Ja, sehr gut. Eine Capri-Sonne? Mein Inventar ist voll, Digga. Ja. Dann brauchen wir sie halt nicht, ne? Mr. Fettsack. Bleiben Sie einfach genau so. Ja. Aber nicht mal die Motivation ist voll wichtig, Digga. Da kann ich nicht drauf verzichten. Genau. Auf Energie und so ein Scheiß, ja, auf Hilti. Weil wer entscheidenden Angriff braucht, kann Hilti. Entscheidender Angriff ist hier das Zauberwort. Okay. Müssen wir jetzt echt durch die Kanalisation wie er aufholen? Nee, ich hoffe ja nicht, ne? Das wäre total blöd, ne? Allen dasselbe Szenario laufen. Oh Gott. Daneben. Huch! Scheiße, so viel Munition verballert. Jetzt geht's.
Ach, das ist doch doof, oder? Ich weiß nicht. Dasselbe nochmal laufen. Jetzt auch nochmal die Kanalisation mit Sam ablaufen. Ah, müssen wir gar nicht. Okay. Ich dachte schon. Aber wir können auch nicht denselben Weg. Aber wo ist der? Ach, da, wo wollten die genau hin? Eigentlich so ein Helikopterlandeplatz, ne? Aber das habe ich gar nicht mitgekriegt, genau wo. Hier war der Speicherraum. Hier speichern wir auch nochmal. Alter Digga. Inventar ist immer voll. Fick die Katze, Alter, ehrlich. Aber irgendwie so eine Adrenalin-Geschichte hier oder sowas in der Richtung. Wie gesagt, ich tue mich dabei total schwer, Munition liegen zu lassen. Oh, das ist schlecht. Hier war zwischenzeitlich jemand. Und hat die Jungs hier freigelassen. Das sah noch mal irgendwann mal anders aus, ne? Achso. Kanalisation. Was haben wir jetzt? Oh, guck mal, jetzt sind wir bei fast 7 Stunden gespielt, ne? Ach, Leute. Aha. Lässt sich den richtigen Schlüssel öffnen. Hallo, habt ihr den Schlüssel dabei? Ah ja. Ey, Kollege, ich hab dich doch erschossen. Nicht gereicht, wa? Muss noch mehr machen. Ja. Oh, jetzt alles zugemüllt. Naja, nun, die Apokalypse geht ja weiter, ne? Nicht, dass nur weil Raven hier durchgelaufen ist, heißt ja nicht, dass alles so bleibt, ne? Weil die Leute kämpfen um ihr Überleben, es fliegen Sachen in die Luft. Mein Inventar ist voll, das ist echt schlecht, ne? Was ist das? Das wird aber kein Schlüssel sein, oder ist der Schlüssel doch? Mit Sicherheit. Okay. Dann müssen wir etwas Platz schaffen. Was? Oh Gott. Alter, meine Fresse. Hier ist was los, hör mal. War es jetzt ein Schlüssel? Das ging alles so schnell. Ich war gerade so in der Schock. Dass ich das nicht weiß. Aber guck mal, die sind sehr schnell hier gelaufen, ne? So ist es schon gut, wenn man so als Zombie Fleisch riecht. Das gibt Motivation, Gas zu geben, ne? Okay. Oh, scheiße. Irgendeiner steht gleich noch auf von denen hier. Also ich glaube nicht, dass der hier tot ist. Nach einem Schuss mit der Pumpe. Und der, den habe ich ziemlich aus weiter Entfernung erwischt. Aber der hat keinen Kopf mehr. Der steht nicht mehr auf. Alter, bist du tot oder nicht? Ich glaube dir das irgendwie nicht, Kollege. So, das sollte es gewesen sein. Das Problem ist, diese Typen, die sind so schnell da. Ah, irgendwie glaube ich ihnen das immer noch nicht.
Und was mit euch beiden so, ihr Turteltäubchen hier? So. Ja, okay, da kann man nichts lasern. Sehen wir die Sprache wahrscheinlich nicht. Okay, da können wir runter. Wollen wir aber erstmal nach oben gucken. Ob wir da vielleicht mal Motivation finden. Ja, gehen wir ins Leere natürlich, ne? Ist ganz klar. Und so, ihr Mäuse, wo uns dieser Lift hinführt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.